In dieser Reihe möchte ich euch Kapitel für Kapitel durch das Matthäusevangelium führen. Das Matthäusevangelium ist nicht, wie der Name vermuten lässt, von einem Jünger Matthäus geschrieben, sondern wir wissen nicht genau, wer der Autor ist. Wir wissen aber, dass der Autor als Rohmaterial oder als Ausgangspunkt das Markus-Evangelium benutzt und es noch ein bisschen besser nach Themen ordnet, noch verschiedene Geschichten auch hinzufügt, der wohl aus anderen Quellen recherchiert hat. Und wir wissen, dass es ungefähr so 80 oder 90 nach Christus entstanden ist, ist sehr zu vermuten. Das Matthäus-Evangelium richtet sich vor allem an jüdisch-christliche Gemeinden, deswegen gibt es viel Bezug zu jüdischen Traditionen und werden viele der jüdischen Traditionen erklärt oder auch Bezug auf das Alte Testament genommen, die jüdische Bibel. Das erste Kapitel von Matthäus beginnt damit, dass erstmal der Stammbaum von Jesus aufgezählt wird. Wir finden hier in diesem Stammbaum einige wichtige Personen der jüdischen Bibel. Hier ist zum Beispiel natürlich von König David, der sehr wichtig war, die Rede von Abraham, Isaak, den Urvätern des Judentums. Und es werden dann auch noch andere Menschen dazwischen erwähnt. Interessant wäre zum Beispiel Rahab oder Ruth. Genau, also dieser Stammbaum wird einfach aufgezählt, dass man sieht, die Linie kommt von dem König David her. Das ist für Matthäus auch deswegen wichtig oder für die Schreiber von Matthäus-Evangelium auch wichtig, weil häufig Rückbezug auf ältere jüdische Prophetien, die auf den Messias hinweisen, also den Retter des jüdischen Volkes und eben auch der ganzen Welt. Und dann geht es direkt in die uns bekannte, relativ bekannte Weihnachtsgeschichte. Und diese Weihnachtsgeschichte zeige ich euch jetzt als Bibelcartoon. Das ist Maria. Maria lebte vor etwa 2000 Jahren in Nazareth, im heutigen Israel. Eines Tages, als Maria gerade allein war, kam ein Botschafter Gottes zu ihr, ein Engel. Maria erschrak, aber der Engel redete mit ihr. Hab keine Angst, Maria, Gott wird dir einen Sohn geben, den du Jesus nennen sollst. Er wird der Sohn Gottes genannt werden und wird für immer über die Menschen regieren. Warte mal, entgegnete Maria verwundert. Das geht doch gar nicht. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Gott selbst wird der Vater sein und du wirst durch seinen Heiligen Geist schwanger werden. In Ordnung, antwortete Maria. Ich liebe Gott und glaube dir, dass passieren wird, was du mir gesagt hast. Maria war verlobt mit Josef, der bald mitbekam, dass sie schwanger war. Eines Nachts überlegte er, was soll ich jetzt tun? Das Kind ist nicht von mir. Ich könnte sie öffentlich anzeigen, aber dann wird sie wohl bestraft und getötet. Vielleicht ist es am besten, wenn ich sie einfach heimlich verlasse? Als er noch so darüber nachdachte, schlief er ein. Im Traum sah auch er einen Engel, der ihm sagte, Josef, heirate Maria, das Kind ist wirklich von Gott. Nenne ihn Jesus, denn er wird die Menschen von ihrer Schuld befreien. Also heirateten Maria und Josef, aber sie schliefen nicht miteinander, bis Jesus geboren war.